Platz 19 belegt Mann beißt Hund von Remy Belvoir, André Bronsel und Benoît Poelvoorde oder so ähnlich, aus Belgien von 1992. Die bitterböse Mockumentary Mann beißt Hund, bei der einem das anfängliche Lachen im Halse stecken bleibt, zählt zu Recht zu den Sternstunden des belgischen Kinos. Ein dreiköpfiges Filmteam begleitet den Serienkiller Ben, gespielt von Benoît Poelvoorde, bei seinen Gräueltaten, um eine Dokumentation über den gewalttätigen Selbstdarsteller zu drehen. Aber dann reißt Ben die Regie Stück für Stück an sich und drängt das Filmteam unmerklich in die Rolle von Erfüllungsgehilfen. Es ist nur schwer erträglich, dem Antihelden dabei zuzusehen, wie er herzkranke Rentnerinnen, unschuldige Frauen und nichtsahnende Postboten mit einer kaltschnäuzigen Brutalität meuchelt. Nur um anschließend einen schnippischen und vollkommen unangebrachten Kommentar in die Kamera zu säuseln. Der Film ist natürlich als Satire aufgezogen und sorgt auch immer wieder für befreiende Lacher, aber gerade gegen Ende ist die Spannung, die sich zwischen dem tatenlos zusehenden Filmteam und dem Serienkiller aufbaut, kaum noch zu ertragen. Vor allem in der Szene, in der Ben eine Frau vor laufender Kamera vergewaltigt. Mann beißt Hund bewegt sich zwar hart an der Schmerzgrenze, aber ist mit seiner kritischen Aussage, wann wird ein Beobachter zum Mittäter, zugleich doch ein ebenso einzigartiges wie gnadenlos verstörendes Meisterwerk. Platz 18 belegt Ich spuck auf dein Grab von Mir Zarchi, USA 1978. Eine junge Schriftstellerin will in einer abgelegenen Hütte in Ruhe schreiben und wird dort stattdessen von 4 Männern mehrfach vergewaltigt, misshandelt und gedemütigt. Das Ganze zeigt der Regisseur in einer schwer erträglichen Ausführlichkeit. Die Vergewaltigungen nehmen einen beträchtlichen Teil der 100 Spielminuten ein und in seiner ganzen abstoßenden Brutalität. Dazu trägt auch die ungeschliffene und deshalb so authentisch wirkende Optik zur verstörenden Wirkung bei. Es hätten sicherlich auch noch andere Rape and Revenge Streifen wie Das letzte Haus links oder Wer Gewalt sät in dieser Liste auftauchen können, aber Ich spuck auf dein Grab ist dann eben der Film des Genres, bei dem der anschließende Racheteil der Handlung am wenigsten Linderung für die zuvor gezeigten Gräueltaten bietet. Nummer 17 belegt Taxidermia von Georgi Palfi aus Ungarn, Österreich, Frankreich und aus dem Jahre 2003. Georgi Palfis skurriler, genialer Episodenfilm Taxidermia hat gleich eine ganze Reihe von Motiven, die man niemals in einem Film erwartet hätte. Ein Mann, der aus unerfindlichen Gründen einen Feuerstrahl ejakuliert, fettleibige Fressathleten, die reihenweise in einen Trog kotzen, ein Tierpräparator mit seltsamem Hang zur Selbstpräparation. Erstaunlich ist, dass all diese Bilder trotz ihrer verstörenden und ekelerregenden Natur oftmals von unglaublicher Schönheit und Ästhetik sind. Wenn beispielsweise aus einer rotierenden Vogelperspektive eine hölzerne Badewanne erst zu einem Sarg und dann zu einer Wiege wird, vergessen wir zumindest für kurze Zeit die vielen Ekelszenarien, die uns Palfi in seinem 3-Generationen-Familienporträt auftischt. Umso heftiger dafür sind wiederum jene Momente, in denen wir mit aller Gewalt in die hässliche Realität seiner trübseligen Welt zurückgeworfen und erneut mit Bildern konfrontiert werden, an denen man selbst noch Tage nach dem Schauen des Films zu knabbern hat. Platz 16 belegt Audition von Takashi Miike aus Japan von 1999. Nach der ersten Stunde des Filmes würde man niemals glauben, dass Audition in diese Liste gehört, denn der japanische Vielfilmer Takashi Miike wiegt sein Publikum zunächst lange in trügerische Sicherheit, bis er nahezu unmerklich in das abgründige, brutale Finale überleitet, das dann nur noch eine umso heftigere und verstörendere Wirkung hat, gerade weil es so unerwartet kommt, was die schöne Asami da ihrem Verehrer Aoyama antut und mehr noch, was sie anderen vor ihm angetan hat, ist nämlich nicht nur außerordentlich brutal, sondern auch handwerklich perfekt inszeniert. Gerade das unerbittliche Geräusch der durch Haut und Knochen schneidenden Klaviersaiten bekommt man lange Zeit nicht mehr aus dem Ohr. Platz 15 belegt Ein andalusischer Hund von Luis Buñuel aus Frankreich von 1929. Der gemeinsame Experimentalkurzfilm von Regisseur Luis Buñuel und dem surrealistischen Maler Salvador Dali musste einfach verstörend werden. 1928 trafen sich die beiden Männer im spanischen Figueres und erzählten sich gegenseitig von ihren seltsamen Träumen, die unter anderem Hände voller Ameisen und einen von einer Wolke zerschmetternden Mond beinhalten. Das gemeinsame Ziel von Buñuel und Dali war es dabei, dass nichts an dem Film rational, logisch, physiologisch oder kulturell erklärbar sein sollte, Und das ist ihnen zweifellos gelungen. Ein andalusischer Hund ist ein 17-minütiger, skurriler Trip voller Sex, Gewalt und unerklärlicher Gedankenfragmente. Am legendärsten ist natürlich die Szene, in der ein Mann einer vor ihm sitzenden Frau mit einem Rasiermesser das Auge durchtrennt. Was diese berühmt-berüchtigte Sequenz bis heute so verstörend macht, ist gar nicht so sehr, dass die Schreckenstat völlig unerwartet kommt, sondern wie traumhaft schön man als Zuschauer auf diese vorbereitet wird. Eine Wolke zieht am Mond vorbei und teilt diesen sinnbildlich, genau wie später die Rasierklinge, das Auge.